So, heute noch eben den anderen Turm holen. Ja, das war jetzt nicht die beste Idee, ins Wasser zu springen. Egal. Einfach mal schwimmen gehen. Es war nicht der Künstler, war das mit der Schatzkarte, ne? Der Künstler war das. Habe ich hier einen? Da habe ich einen. Was echte Gemälde sind? Ja? Schätze und sowas, die kann ich irgendwie so nebenbei holen mal. Jetzt erstmal nicht interessant. Ich muss fort. Bleib zurück. Ups, falsche Taste. Falsche Taste. Ja, ich bin betrunken. Ich muss mir auch mal Mut ansaufen, bevor ich Spiele spiele. Bis andere tun, um sich zu besaufen, um halt mit mir zu spielen. Habe ich irgendwo jemanden, den ich anlocken kann? Da es Berichte über einen Ausbruch der Pest dort gibt. Bitte besucht sofort eine Doktorin, um das ganze Volk zu schützen. Das ist nichts anderes wie Corona gewesen. Haben die Leute sich auch nicht dran gehalten. Aber nicht alle. Die Gemälde sind wirklich schön, so ist es nicht. Ich finde die toll. Da, wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Müsste ich hier irgendwo sein? Und Plumps. Meine verehrten Kunden, ich mag vielleicht exklusiv sein, aber Leistungen sind unerreicht. Wir stehen hinter euch. Bravo, Verlierer Vedere. Fort. Auch Geld. Und ich habe ein Wurfmesser bekommen. Nice. Wo müsste hier noch eine Kiste sein? Frage, wo sie ist.
tot oder in Ketten enden, wenn er so weitermacht. Und das siehst du so auch gar nicht, ne? Dass da was ist. Auch Bombe, nice. Da will ich nämlich alles gleich auffüllen, deswegen mache ich das gerade hier. Oh, 1000 dazu bekommen, nicht schlecht. Hier bekommt ihr aus. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir unbedingt hier Sachen upgraden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... So, wie sieht das hier aus? Da habe ich noch eine Codex-Seite, sehe ich gerade. Die nehmen wir noch eben mit und dann lasst uns mal Hauptquest weitermachen. Ich werde ohnmächtig. Müssten wir dann vor, glaube ich, nach Leonardo, damit wir uns das entschlüsseln können. Damit wir noch was dafür bekommen. Darf ich mal hier durch? Danke. Ja, da komme ich nicht durch. Das ist noch nicht freigeschaltet, das Gebiet. Okay, dann hat sich das erledigt. Das hat sich erledigt. Dann gehen wir mal in die Richtung. Er ist selber schuld, wenn du es tust. Wollt ihr doch einfach nur mal Ruhe haben. Das war ein Idiot. Ah. Jetzt liegt der Idiot mir zu Füßen, würde ich sagen. Dafür wird deine kranke Seele ewige Qualen erleiden. Ah, ich habe keine Seele, da macht dir mal keinen Kopf drum. Du wirst im Fegefeuer brennen für deine Sünden. Ja, let's burn, Motherfucker. Wenn ihr Qualitätsarbeit sucht, dann seid ihr hier richtig. Filio di Putana. Ja, du bist jetzt Zeitverschwendung. Leonardo, ich habe noch eine Seite für dich. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ja, das ist ganz gut, Ist das eine umgekehrte Cäsar-Verschiebung, wenn ich einfach diese Buchstaben... Ich hab's. Ja, das würde ich ruhig ein bisschen variieren können. So, mit wem muss ich jetzt hier sprechen? Wo ist sie denn jetzt hier? Da steht sie doch. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Ja, ich hasse es, wenn es auf Zeit geht. Welchen Turm? Den hier? Thank you.
Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss hier. Ach, dann noch den da hinten. Kann ich das nochmal neu starten? Und ich stehe auch genau da, wo ich nicht bei dem Turm bin. Was macht das für eine Logik? Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zu... So, welchen Turm? Den nehmen wir vorhin hoch. Ach, den wir vorhin hochgeklettert sind. Ach du Scheiße. Na gut, da wissen wir ungefähr, wo wir hin müssen. Das geht ja dann eigentlich. Das sollte ja eigentlich gehen. Das Problem wird halt nur die. Soll hier sein? Nein. Ja. Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Ja, 2500. Nice. Ich hab mir das jetzt etwas schwieriger vorgestellt, weil ich gerade auch falsch gelaufen bin. Wir brauchen trotzdem genug Geld, damit wir mal ein paar Upgrades kaufen können für unseren Ezio. Nicht da hochklettern, Kollege. Wo ist denn der Schatz dann? Ja, die will ich jetzt nicht anhören. Irgendwo hier ist er. Hm. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht so wichtig. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Hat jemand meine Gehilfen gesehen? Bentrovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Schirte entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Das wäre fast schief gegangen. Da. Ihr dürft nicht hier oben runter oder stirbt. Runter da, Stronzo. War nichts. Laju! Da! Da!
Und ich drücke, dass er zuschlägt und er macht es einfach nicht. Weg abschneiden! Ich glaube, der konnte nicht schwimmen. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Da muss ich hin. Nicht da runter springen. Oh, Kind. Genau die richtigen Stiefel. Hört her, ich habe auch Überhang aus dem. Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Wo ist Emilio? Ich werde diesen Müll gern los. Mir gefällt der Blick. Von dem Kerl nicht. Ich könnte. Der kommt nicht weg. Von dem Kerl. Jetzt warten wir mal drauf, dass sie sich selbst töten oder auch nicht. Oh, neue Rauchbomben. Verrückt, ich muss weg von hier. Hier lang. Jetzt muss ich die auch noch zurückbringen, euer Ernst? Ich muss weg von hier. Ja, komm. Ich mag vielleicht nichts. Segway. Ist er betrunken? Tja, dann wirkt er also nur so gewöhnlich.
schneller, Ola. Kein Respekt für Künstler. Geh baden. Och, Leute, nerv mich doch nicht. Man munkelt, dass das neue Gerät... Lass mich los! Ich habe mich gerade erst geheilt. Mein Loot liegt im Wasser. Karl Otto. Schlimm hier. Was? Mini-Magnet, da läuft's, ja. Wisst ihr, wo gibt? Ich bin gerade ganz schön auf die Fresse, muss ich sagen. Also das ist jetzt also mit der Ausrüstung, die wir gerade haben. Ist jetzt nicht so der Burner. Es reicht, wenn einer hier hochkommt. So, die letzten jetzt.
wird sich noch etwas brechen. Der Händler Medardo aus San Polo wurde wegen der ist euer Meister jetzt? Vielleicht ploppen. Vergreift ihn! Lass mich los! Erstmal gelootet, bevor wir die wieder abbauen hier. Ach Leute, warum kommt ihr denn nicht hier rüber? Ja, es ist so klar gewesen. Jetzt verkackt mir das nicht noch auf den letzten Metern. Ich verringere die Warnung, das ist schon schön. Gehen wir dir nicht auf den Sack hier, meine Güte. Wo sind sie denn jetzt hier? Die hängen da oben fest. Niemand hat was gesagt von wegen angreifen. Die greifen einfach an, ne? Was macht ihr hier? Gut, dann stell ich. Auch neue Wurfmesser, die machen keinen Damage. Gut, hier lang. Ich auch nicht, aber was soll ich denn machen? Ich muss ja die Mission machen. Wehe, das lohnt nicht. Komm mal ran hier auf den Meter. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks. Dann sage ich mehr. Molto bene.
Lasst los! Ja, hab ich doch. Ich habe nichts damit zu tun. Gnade! Fällt ja einfach gegen den Baum, ey. Der säuft zu viel und fällt gegen den Baum. Ich fasse es ja nicht. So, was haben wir hier? Totschläger. Brauchen wir die Offizierschwert. Mehr Tempo, aber weniger Schutz. Das ist jetzt auch nicht so der Burner. Habe ich hier keine Dolche oder Wurfmesser? Kleine Waffen. Messer des Sultans. Tempo, Schutz. Tempo plus 3, Schutz minus 3. Ich hätte lieber eine neue Rüstung so für 12.000 oder sowas. Ja, müssen wir halt ein bisschen warten. Wenn wir mal kurz gucken wegen Reparatur. Die Dinger gehen relativ schnell kaputt jetzt. Sehr gerne. Müssen wir das mal so langsam upgraden. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Wo ist es denn? Da hinten. Und ich weiß nicht, wo dieser Diamant sein soll. Oh Junge, nerv nicht. Nicht hier reinklettern? Aber ich hab das für euch geschrieben. Ja, ist mir egal, wenn du das für Karl Otto geschrieben hast, Junge, deine Stimme ist scheiße. Geh mir nicht auf den Sack. Wie komme ich denn an diesen Schatz denn da dran? Ich glaube, ich weiß wie. Ich geh mal hier runter. Oh, ich nutze nur feinste Wolle. Gifttäschchen. Oh, machen wir hier im neuen Messerwerfer. Ein bisschen mehr Platz haben. Noch ein zu viel. Ich wollte eigentlich sparen für die Rüstung. Was sag ich meinen Kunden, hä? Ja, dass du deine Scheiße auf den Boden geschmissen hast, du Pappnase. Kannst du deinen Kunden sagen? Da ist doch die Schatzkiste. Ja, plus 900, da sagt man nicht nein, ne? Das nimmt man gerne mit. Heute so, morgen so. Kommt, meine Freunde, ich hab. So, kann ich bei dir auch nochmal mit einkaufen? Ja, viel besser. Ihr werdet sehen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt, wo ich mehr Gift in der Tasche habe. Kann es denn nur besser werden? Okay, das bringt mir jetzt nichts. Ich muss andersrum laufen. Flieg eure Wunden, edler Herr. Ihr habt zu Recht gerichtet. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Ja doch, wenn du es verkaufen willst, schon. Oder verstehe ich das falsch? Spiel? Nice. Mein Spiel ist verbuggt. Der neue Bildschirm ist schon, ne? Ezio läuft auf der Stelle. Ja, ich muss mal nochmal neu laden. Ärgerlich. Der Strafkatalog für Wucher und unlautere Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. Die neuen Strafen wurden als Zusatzartikel den entsprechenden Gesetzestexten hinzugefügt. 13.000 in der Villa. Na, da könnte man schon fast wieder upgrade gehen. Vor allem finde ich das ganz gut, dass man da so nebenbei noch ein bisschen Geld machen kann. Du auch nicht, also nerv nicht.
Ich will erstmal gucken, dass ich die, den Steckbrief vielleicht noch kriege. Das einmal hier. Bei euch sieht das so leicht aus. Ja, was ist der denn hier? Welch ein Können! Du verarschst mich gerade schon wieder. Ja, dann keine Ahnung. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Hört sich jetzt nicht so schwierig an. Drei Kisten plündern. Machen wir, aber wo ist das mit dem Diamanten? Ist das hier oben irgendwo? Und wer hängt da bitte Fische auf? Hast du das gefunden? So, wo habe ich denn diese drei Kisten? Da habe ich schon auf jeden Fall schon mal eine. Alter, bleib doch mal geschmeidig. Ist alles gut. Ja, mit Blei. Ideal für die Leber. Läuft bei dir. Blei ist tödlich und giftig, aber er ist, glaube ich, gewissen Menge. Ich glaube, das haben wir in der Spitze herausgefunden, ne? Was? Der Vitaminring, Magnetring, läuft das Leuchtring und das Fledermausschwert. Fledermausschwert? Du meinst das, die Flammenkantane oder was das da war? Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen. Echt? Ja gut, damals war die Medizin nicht so weit entwickelt wie heute, ne? Obwohl, wenn man es so vergleicht, heute hast du auch noch nicht alles, aber vieles. Ups, ey, ganz gespannt, ich bleib hier. Oh, hier sind zwei Schätze direkt. Nice. Oh, 1000. Hör mal mit, ne? Checkpoint erreicht. Nice, aber mir fehlt noch eine Kiste, sehe ich gerade. Da sind da drei drin. Und zwei.
Frage ist jetzt natürlich, wo genau ist das, die Kiste? Ja, wir haben ja schon eine Gruppe, die wollen wir nicht anheuern. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Weil es ist auch ziemlich doof, dass die genau da stehen bleiben, ne, mit den Sachen. Ja, darf ich mal hier rausklettern? Die andere steht da einfach und sagt nichts. Nein, du sollst rudern, Junge. Ah, das war das Falsche. So, halt das jetzt. Halt das fest. Überlege ich noch. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Da kann ich mir jetzt eine neue Rüstung kaufen. Mal kurz gucken, was ist denn der Schmied? Da haben wir noch Diamanten und da ist auch direkt ein Schmied in der Nähe. Internet hat heute auch mal überhaupt keine Lust. Thank you.
genommen? Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Beehrt mich bitte wieder. Aezio, ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja, wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Drei Ziele eliminieren, dann müssen wir nochmal gucken, was sie sind. Oh, was ist das denn? Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Nachkommen-Datei freigegeben. Das war jetzt einfach nur Zufall, dass ich die gefunden habe. Infrarot, er trug ihn bei sich, finde sein Erbe. Endsplitter, okay. Was ist das? Houdini begann die Flucht aus einer chinesischen Wasserfolterzelle 1993. Irgendwo hier soll dann die Kugel sein, oder was? Das war 30. Ja, ja, 13. Ja, meine ich doch. Ich hab's halt mit dem Zahn. Ich finde diese Kugeln nicht. Was ist hier noch an? Da ist der. Er ist schon gut versteckt. Im Salzmarsch 1930. Da ist er. Er war jetzt etwas einfacher zu sehen. Was soll ich denn wissen, wie die aussehen, die Verräter? Die müssen doch dann rot markiert sein, oder nicht? Die sind irgendwo im Wasser. Hey, bei euch sieht das einfach aus. Ah, guck mal, da hab ich's doch gefunden.
Ne, das sind alles Soldaten. Welche davon sind jetzt die Verräter? Oh, ich habe 1 von 13 eliminiert. Nice. Hör mal, mich zu schießen, du Arschkrampe. Kümmert euch mal da drum. Das Spiel ist aber abgeschmiert. Da möchte jemand, dass ich nicht spiele, glaube ich. Der Computer sagt nein. Verräterlimit 1 von 3. Wie gut, dass das synchronisiert ist. Checkpoints haben, meine ich. So, in die Richtung müssen wir ungefähr. Wenn ihr nach fairen Preisen für Qualitätsarbeit sucht, er wird sich den Hals brechen. Ist ja egal, wenn er sich den Hals bricht, habt ihr was zu lösen. Was ist hier los? Haltet euch aus. Komm ich nicht hin? Ich muss. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Komm, lasst mich euch mit meiner Erfahrung einfallen. Da war ich von Arsch, da waren aber keine Diamanten. Oder die ist wahrscheinlich da oben, die Kiste. Was sind die auf den Dächern? Lachu! Schneller! Fast dort ist er! Packt ihn! Was für ein Arsch! Der hat mich einfach runtergekickt hier. Kannst du weit, Lachu, dein... Ich verliere ihn! Echo!
Das war für... Nein! Da war... Hallo? Was ist denn hier los? Chaos pur hier. Schon die Schatzkisten mitnehmen, dann sind sie immer noch so gut versteckt hier. Da oben ist sie. So, den letzten, der letzten, da hinten müssen wir rüber. Was zur Hölle tust du da? Ach, da war nichts so. Den Verräter finden, das ist der Plan. Und die Truhe, die sich hier irgendwo versteckt. Die Truhe haben wir schon gefunden, aber den Verräter noch nicht. Habe ich gesehen, dass er geklippt. Zeit zu gehen!
durch Santa. Zeit zu gehen. Nimm dich auf wie ein Muss ich wieder da hinten rüber laufen. Ah. Cool, wir könnten eigentlich mal... Wo haben wir unsere Schnellreise? Wir könnten eigentlich mal kurz gucken, bevor wir weitermachen. Wo habe ich das Ding denn hier? Bin zur Villa. Und bei den Schmieden einfach mal einkaufen, weil wir doch da eigentlich Prozente kriegen müssten von den Sachen her. Ja, für 20.000 gehe ich definitiv rüber. Bitte besucht sofort eine Dottore, um das ganze Volk zu schützen. Sie halten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über. Wartet, bis ich euch in die Finger bekomme! Hier ist auch irgendwo ein Schatz versteckt, sehe ich gerade. Kommt und holt euch die feinste Kunst. Frisch von der Staffel, die teuer sein. Aber meine Waffe ist Was fehlt denn jetzt noch zum Ausbauen? Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Kunsthändler und Bank fehlt noch. Das sind alle ausgebaut. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber es sind alle ausgebaut. Buon viaggio. Aber mal gucken, wo wir die Schätze finden. 38.750 haben wir jetzt an Wert. Ja, ich denke mal, wenn wir die Bilder kaufen, dann steigern wir den Wert auch nochmal. Ja, wie gesagt, alle Federn werde ich jetzt nicht sammeln. Ja, das solltest du eigentlich nicht machen. Ja, ich habe ja keine Bilder gekauft, nix. Ich will eigentlich an die Schätze dran, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll.
das Problem. Ja, ist egal. Komm, wir machen Story weiter, das, sonst wird mir das alles zu spät hier. Nicht da hochklettern. Florenz, ist Florenz, wo wir hin sind? Nein, das ist. Auch nicht. Eigentlich noch neue Mission? Bitte herein. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch. Ich finde das doof mit diesen Dingern dazwischen jedes Mal. Die eliminieren. Habe ich genug Wurfmesser? Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mal kurz shoppen. Ich mag teuer Sachen. Muss man aber jetzt nicht reparieren, aber Waffen werden natürlich nicht schlecht. Aktion. Dann ciao. Ciao. Ach, das ist doof, dass ich nicht in das eine Gebiet komme. Ich denke, dass wir das danach kommen.
Da ist er! Lanju! Ah! Kanaya! Eigentlich wollte ich das ein bisschen still und heimlich machen, aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt. 2 von 5? Oh Junge, was bewirfst du mich hier mit Sachen? Okay, den treffe ich da nicht. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilios Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Wollen wir besprechen, dass während da eine Wache steht, ne? Dann ja auffällig. Frage ist gerade, wie komme ich da am besten rüber? Warte mal, er hat doch gesagt, ich soll seine Leute nehmen, ne? Gut. Kauft mir ein wenig Zeit. Klar. Ich komme da nicht hoch. Ja, nicht, das war... Warum springst du jetzt in die Ecke? Das verstehe ich jetzt nicht. Genauso wenig wie das jetzt, warum er da jetzt hinspringt.
kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag. Das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konntet ihr so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Karl? Ich dachte, du wirst nicht entkommen. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet, wenn ihr einen Rat wollt, wartet an einem weniger auffälligen Ort. Seta ist... Ihr dürft nicht hier oben sein! Laju, halt! Das sagt, lebt wohl, Emilio. Katzo, was, wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe... Nein, ich habe... Was? Du kannst nicht entkommen! Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch... Es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Bald, Mann. Würde ich nehmen. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Wie viel haben wir dafür bekommen? Da nicht jetzt weggehen hier. Ihr habt da wohl einen Arsch auf. Gut, ich habe das Ding noch bekommen. Dass der Händler Daedalus mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki untergegangen ist. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Du sollst die Leiter hochklettern.
10.000 schon in der Villa. Wow. Das ist nicht gerade wenig. Aber bei dem, was wir an Kosten haben für die Ausrüstung, ist das auch nicht gerade viel. Runter! Sofort! Und was? Da ist er! Wir kriegen dich doch! Da ist es Ruhe im Karton. Toll, jetzt hatte ich gerade fast die Schatztruhe und dann sowas. Sehr beeindruckend. Nicht einfach darüber schwimmen. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höre persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Alter, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr werdet dort, wo ich bin. Auf Befehl des Dogen sind seid ihr fertig? Alle Tauben zum Freiwild. Nein, und lasst mich ausreden. Jägern unter euch bieten wir bei ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Alle Bürger daran, keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Diese Warnung an alle Besucher erlaubt, Republik weiterzugehen.
Geht weiter. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Runter hier, sofort! Ihr dürft nicht hier sein. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? In der Nähe von uns die Robe des Dogen überstreift. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Die rechte Hand geführt. Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Ein großer Mann mit... Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Hier steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlaf. Natürlich, Meister. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben.
Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Geht vor. Ah, war Bene, war Bene. Dann ist es entschieden. Ich kann es nicht glauben, du grober Klotz. Warum gehst du nicht zur Seite? Ich hatte ja nur einen Riesenstapel Bücher in den Armen. Komm, dir mir helfen, so ein Mensch, großer, ein Junge. Ein bisschen Gesellschaft. Ich muss dann wieder alles aufräumen. Dieser Tempel. Die laufen mit ihren Scheißbüchern auch mir direkt in die Arme, ne? Vergebt mir, Maestro, aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht. Der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss... Wir haben sie doch im Auge behalten, mehr oder weniger. Sieh zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. 3000, nice. Nehmen wir gerne mit. Machen wir jetzt noch den Turm. Attentatsmission freigeschaltet. Wo ist denn der Turm? Das ist der da. Gut, dann haben wir das auch. Dann gehen wir mal zum Schmied. Sagen und dann machen wir Donnerstag. Ich glaube Donnerstag machen wir da weiter. Runter hier, oder? Oder was? So, Problem gelöst. Das ist unser Lohn für unsere Sicherheit in kompetenten Idioten. In ihren Preisen für Qualität. Bitte kommt wieder. Gut, dann.